Hallo und herzlich willkommen zur dritten Liga hier bei uns auf Krone TV. Montag ist natürlich wieder Ligazeit und in der letzten Woche hatten wir schon einen kleinen Ausflug in die Regionalliga Mitte. In der Regionalliga Ost sind wir ja quasi zu Hause und jetzt machen wir einen Ausflug in die Regionalliga Tirol, die ehemalige Westliga, die ist ja gespalten worden. Und wir besuchen jetzt einmal in Tirol, in Innsbruck, Richard Slezak, den Trainer von FC Wacker Innsbruck 2. Hallo Richard. Hallo, nach danke Tirol. Danke für die Einladung. Eigentlich ja nicht nach Tirol, sondern eher in die Slowakei. Hallo, du bist schon auf Heimaturlaub. Ist es dir zu kalt in Tirol, dass du geflüchtet bist jetzt oder wie schaut es da aus? Das überhaupt nicht. Ich bin schon gewohnt auf Tirol. Mir gefällt da also das Umfeld und natürlich auch das Wetter. Aber leider durch diese Situation, welche wir alle haben, bin ich jetzt schon zu Hause. Wir dürfen leider nicht trainieren. Also jetzt genieße ich die Zeit mit Familie. Jetzt genießt du mal die Zeit mit Familie. Die war ja weit weg in den letzten Monaten. Wir kennen dich ja noch aus der Regionalliga Ost. Du, deine Trainerstationen auch unter anderem der SCSV Parndorf und auch der FC Mauerwerk. Das heißt, die Leute, die uns verfolgt haben, immer wieder mit der Regionalliga Ost, kennen dich ja. Du bist ein alter Bekannter, hast schon sehr gute Erfolge gefeiert hier in der Ostliga. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kommt man aus Bratislava, aus der Slowakei, eigentlich die Ostregion ja prädestiniert für dich als Trainer. Wie kommt man nach Innsbruck? Ja, das Gespräch war durch einen Manager und da kam die Angebot von Wacker Innsbruck im Winter mit zweiter Mannschaft was zu machen. Die waren Stockletzte und die haben nur 6 Punkte gehabt und durch das, dass ich natürlich Trainerarbeit weiter möchte haben und arbeiten, da habe ich mich entschieden, nach Wacker zu gehen. Ich kenne natürlich Wacker Innsbruck von meinen Zeiten, wo ich Spieler bei SV Wörgl war, zweite Liga. Und natürlich, das ist eine große Marke in Österreich und Traditionsverein. Und das war das größte Reiz für mich. Ich wollte gerade sagen, Wacker Innsbruck ist ja ein Name in österreichischen Fußball in Wahrheit. Der Vorgängerverein war FC Wacker Swarovski Tirol. Also das ist ja nicht irgendein Verein gewesen, das war mit Ernst Happel, Hansi Müller und so die Zeiten, die auch noch sehr erfolgreich waren. Die Innsbrucker müssen jetzt aber kleinere Brötchen backen, sind jetzt in der zweiten Liga, du bist in der Regionalliga Tirol. Es ist ein bisschen anders als in der Regionalliga Ost. Das Erste, was mich interessieren würde, du kennst Bahndorfer Zeit, die Regionalliga, du kennst im Mauerwerk dann die Zeit in der Regionalliga und du kennst jetzt die Regionalliga in Tirol. Wie ist da der Unterschied? Wie ist fußballisch der Unterschied? Wie ist körperlich der Unterschied? Das würde uns jetzt einmal interessieren. Also in erster Sache ist natürlich, die Regionalliga Tirol hat 3 Staffel, ist das Vorarlberg, Salzburg und Tirol und im Herbst spielen wir 10 köpfige Liga, jeder gegen jeden. Und nach diesem Herbstsaison ist das getrennt und die ersten 2 spielen Qualifikation für Aufstieg in zweite Bundesliga. Also die Besten spielen da untereinander, die 6 Vereine, Hin- und Rückwärtsspiele. Und natürlich durch diese Aufteilung ist die Qualität von der Liga nicht so hoch wie Ostliga, aber ich muss schon sagen, die 6-7 Vereine haben große Qualität und die werden in Ostliga natürlich mithalten und die werden da oben auch mitspielen. Also Ich finde von jeder dieser Region, Vorarlberg, Salzburg und Tirol, die 7 Vereine sind auf Niveau wie Vereine von Ostliga. Jetzt, wenn wir uns anschauen, 14 Runden hast du gespielt mit deiner Mannschaft, von den 18 fehlen also noch 4 Partien, 6 Siege, 4 Remis, 4 Niederlagen, 30-21 Torverhältnis, 22 Punkte. Eine gewisse Zeit, ich habe dich ja auch immer verfolgt, weil wir uns schon sehr lange kennen, ihr wart ja mal ganz oben, dann seid ihr ein bisschen zurückgefallen, aber die Bilanz, glaube ich, nachdem du gesagt hast, du hast ja am letzten Platz, waren die Tiroler die Zweiermannschaft und jetzt sind sie Sechster. Ist nicht so schlecht, oder? Und mit 2 Spielen weniger auch noch wie die vorderen. Also man kann bis auf 5 Punkte an Verlustpunkte an den ersten herankommen.
Ja, das stimmt. Ja, natürlich, jeder, welcher arbeitet im Fußball und arbeitet im Amateurbereich zum Beispiel, weiß, dass meine Aufgabe oder Aufgabe von unserem Trainerteam ist, die Spieler zu entwickeln und die Spieler zu vorbereiten für die erste Mannschaft. Und wenn wir entscheiden, dass die Spieler, welche haben Zeug dafür, natürlich, da legen wir großen Wert auf diese Spieler und die Entwicklung ist auf erster Stelle. Natürlich, jeder Trainer, ich auch, möchten wir siegen. Wir wollten natürlich unter die ersten zwei sein. Lange waren wir ganz oben, weil wir so neu formierte Mannschaft in der Liga, waren wir so ein bisschen Überraschung. Jetzt, wo natürlich die Vereine hat uns kennengelernt, auch natürlich unsere Art, was wir spielen wollen, ist schwieriger geworden. Aber da waren natürlich auch die Spieler, welche waren sehr, sehr jung bei uns. Wir haben 18,2 oder 18,3 Durchschnittsalter in gewissen Spielen gehabt. Also die Schwankungen in Leistung ist normal und da muss man durch. Aber wir haben noch 4 Spieltage, welche ich hoffe, wir werden im Februar nachholen und ja, mal schauen, was rauskommt. Am ersten Platz Kitzbühel, 16 Spiele, 33 Punkte, wie gesagt, nach Verlustpunkten bis auf 5 Punkte dran. Der erste, zweite Platz für euch ein Thema? Oder sagt ihr, wir müssen nicht unbedingt unter die ersten zwei, weil Aufstieg in die Bundesliga geht so und so nicht. Wir spielen und wenn wir gewinnen, ist schön, wenn wir verlieren, ja, ärgern wir uns, aber macht es jetzt auch nichts. Also für die Entwicklung für die Spieler ist natürlich das Beste, dass wir unter die ersten zwei kommen. Die Liga wird schwieriger, die Spiele werden schwerer und die Spieler machen schneller diese Entwicklung bei Männerfußball. Aber die haben überhaupt keinen Druck von Verein da im Rücken, dass wir müssen aufsteigen. Das ist überhaupt nicht die Frage. Aber wenn kommt die Möglichkeit, wollen wir die nutzen. Und wenn nicht, natürlich spielen wir halt die andere Staffel. Und da vielleicht kommen zum Spielzug mehr die jüngeren Spieler, die 17-, 18-Jährige oder 16-Jährige, welche haben wir im Kader und die bekommen die Spielpraxis dort. Aber wir reden schon über eine Kampfmannschaft, weil du sagst, 16-, 17-Jährige Spieler bekommen dann die Spielpraxis. Also ja, ich habe im Kader 2004 Jahrgang, ich glaube, 3-4 Leute, 2 davon spielen schon regelmäßig und dann haben wir 2003er da, welche spielen Stamm. Also wir spielen sehr junge Mannschaft und ich finde das gut, dass die Übergang zu den Männern haben geschafft durch die Trainingseinheiten und natürlich auch durch die Spiele und das ist für den Verein sehr wichtig. Wie habt ihr das jetzt, zum Beispiel die Lösungen in Innsbruck, jetzt gibt es eine Kampfmannschaft, eine zweite Mannschaft, wird das wie Profis trainiert, trainieren die zweimal am Tag, wie schaut das Trainingsalltag bei den Jungs aus? Also wir trainieren 6-mal in die Woche, ein Tag ist auch Vormittag in Liga, in Vorbereitung trainieren wir 7-mal in die Woche, also wir trainieren sehr viel, sind viele Studenten da, wir trainieren erst um 17 Uhr. Und eine Trainingseinheit ist auch Vormittag, 10.30 Uhr. Da kommen 12, 13 Spieler. Und natürlich, wir haben auch 2 oder 3 Spieler von Ausland geholt, so sehr junge Spieler von Deutschland und von Belgien. Und die können auch Vormittag trainieren und das ist ein großer Vorteil. Und die haben sehr viele Trainingseinheiten hinter sich und das bringt die weiter. Und sage ich, die Entwicklung für die Spieler. Wir haben jetzt 2 Spieler, welche trainieren oben mit. Sehr jung und sind talentiert und das freut mich doppelt. Jetzt ist immer die Sache, du bist in Wahrheit der Ausbildungsverein für die Kampfmannschaft. Ja? Jetzt kenne ich deine Spielweise. Ich weiß, dass du sehr gut und sehr gerne Fußball spielst, sehr schnell Fußball spielst, sehr hoch Fußball spielst. Müsst ihr euch anpassen an die Kampfmannschaft, dass der Trainer von der Kampfmannschaft sagt, nein, ich will eher, dass ihr Ballbesitz Fußball spielt, aus einer Fünferkette raus, oder ist das dir überlassen, wie du spielst? Also in Kürze haben wir auch so eine Spielphilosophie von Verein gemacht. Also etwas war schon vorbereitet vor meinem Ankommen
Und während des halbes oder ein Jahr, was ich in Wacker Innsbruck bin, hat sich das so ergeben, dass wir natürlich gepflegte Fußball spielen, dass wir auch den Ballbesitz haben wollen. Sonst, wenn wir das nicht haben, ich glaube, die Spieler werden sich nicht entwickeln. Und wir müssen natürlich die Spieler, die müssen lernen, mit dem Ball umzugehen. Also das heißt, wir wollen schnell mit gepflegtem Fußball spielen. Und ich glaube, der Trainer von erster Mannschaft wollte das auch bei seiner Mannschaft haben. Also da gibt es überhaupt keine Probleme. Wenn ich mir anschaue, den Kader, den du hast, sehr jung, wie du schon gesagt hast, und du hast in den 14 Spielen, die du hattest, 30 Spieler eingesetzt. Ja, das hängt davon ab, dass wir Ausbildungsmannschaft sind. Und wenn da Spieler oben verletzt sind und kommen nicht zum Zug, dann spielen die halt bei mir. Und ich weiß nicht, ob das jemand weiß, aber bei Wacker Innsbruck, auch bei erster Mannschaft, ist sehr junge Mannschaft, welche hat gute Qualität, aber ist noch sehr jung. Und da sind sehr, sehr junge Spieler, welche sind auch natürlich Nationalspieler in Österreich. Und die spielen regelmäßig auch bei mir. Also das ist eng verbunden und ich finde, das ist sehr gute Arbeit. Also das Gesamtpaket in Wacker Innsbruck gefällt dir, taugt dir, die Aufgabe ist eine, was du auch schon in Bandorf damals mit der Zweiermannschaft hattest. In Wahrheit hast du auch ausgebildet für die Kampfmannschaft, ist in Wahrheit nichts anderes, nur eine Stufe höher. Ja, genau. Das Niveau ist ein bisschen höher, aber die Aufgabe ist genau das Gleiche. Der Fußball ist überall das Gleiche, also natürlich die Niveau und die Ansprüche werden größer. Und wenn du hast 35 Spieler zur Verfügung, erste und zweite Mannschaft, da muss man richtig Gefühl haben, wie wir das machen. Und das lernen wir auch jetzt. Natürlich, der Wacker Innsbruck hat lange Probleme finanziell gehabt, aber durch neue Investor verbessert sich alles und auf jeder Ebene, auch bei Jugendbereich. Also wir sind auf gutem Weg. Einzige Problem, was wir haben in Innsbruck, ist natürlich mit den Trainingsplätzen. Das ist ein bisschen schwieriger und jetzt kämpft der neue Investor. Was kann man da besser machen? Wie sollen wir das Ganze steuern und so weiter? Eure Heimstätte? Also ja, das ist auch ein bisschen schwierig. Wir spielen in Mieming. Das ist ungefähr 32 Kilometer entfernt von Innsbruck. Natürlich auch für die Zuschauer oder für meine Jungs ist das nicht einfach. Wir haben kein eigene Burg, wo du diese Burg verteidigst, wo du die beherrschst, der Gegner und so weiter. Aber jetzt angeblich sollen wir in Jenbach wieder spielen. Das Mimingplatz wird umgebaut. Also ist nicht einfach für die Burschen, aber jede schwierige Aufgabe für die Jungs für Zukunft wird interessant und die werden davon lernen. Wenn ich mir noch mal ganz kurz anschaue, die Hinrunde, die 7 Spiele zu Beginn ungeschlagen gewesen, 4 Siege, 3 Remis. Das schönste Spiel oder das Ergebnis, schönste Spiel war sicher das 6:1 im Derby gegen WSG Wattenstirol, oder? Ja, sicher. Ja, okay, war Spiel gegen Wörgl. Wörgl ist Titelkandidat, also mit sehr erfahrener und guter Mannschaft. Da haben wir 0-5 gewonnen, glaube ich. Ja. Also, 4-0 zur Halbzeit. Ja, genau. Aber waren diese Spiele, diese zwei Highlights, also Wörgl und WSG Wattenstirol, diese zwei Kantersiege? Ja, ich sage, ich habe auch bei anderen in Kitzbühel, bei ersten haben wir gewonnen mit Kader, welcher war 18,2 Alterdurchschnitt, wo fast keine Spieler von oben da waren. Die Jungs haben sich zusammengewachsen. Also waren mehrere da. Natürlich kommen auch negative Schlagzeilen. Wir haben Rückspiel gegen Wattens verloren mit gut besetzten Mannschaft, was betrifft von oben die Spieler. Und das war nicht das schönere Moment. Stimmt, das hat man 1-3 verloren, dieses Spiel. Aber hat man sich gegen die spielerisch besseren Clubs in der Liga leichter getan? Du hast angesprochen, Tabellenführer Kitzbühel hat man 2-1 besiegt. Das Hinspiel ist 2-2 ausgegangen.
zu Hause. Ja? Dann hast du angesprochen, Wörgl 5:0 besiegt, jetzt warten Tirol 6:1 besiegt. Ist das Spiel dafür deine Jungs einfach leichter, gegen die besseren Mannschaften zu spielen, als gegen Mannschaften vielleicht, die sich hinten reinstellen, weil sie das mit dem Druck oder so noch nicht so wirklich umgehen können oder noch nicht so richtig? Also in ersten drei Spielen vielleicht hat jeder Trainer andere Spielrichtung genommen gegen uns, aber nach dritten Spiel hat jeder Verein durch tiefere Abwehr gespielt, auf Konter, also keine Mannschaft hat gegen uns offener Schlappauch-Tausch nicht gespielt, also das muss ich sagen, wir sind Mannschaft, welche hat viel Ballbesitz, wir haben auch viele Tormöglichkeiten gehabt, auch in Box, aber leider haben wir manchmal am Anfang nicht das Tor gemacht. Und natürlich, wenn willst du so eine Spielweise spielen, das kostet sehr viel Kraft. Und natürlich durch den jungen Alter kommen zwischendurch auch ein paar Patzer, mit welchen müssen wir rechnen. Einen Spieler, der ist mir ins Auge gestochen, das ist Dennis Kangoskun, wenn ich den richtig ausgesprochen habe. 10 Spiele, 6 Tore. Er ist im Sommer gekommen von Red Bull Salzburg aus der Akademie, hat dort aber nicht allzu viel gespielt. Ich glaube, in einem Jahr oder in 2 Jahren 6 Spiele, Kurzeinsätze nur gehabt. Warum jetzt diese Leistungsexplosion in Tirol? Also ich sage, das ist unglaublich hilfreich für uns, wenn wir so einen Spieler von Akademie bekommen, ob das Akademie Rapid, Austria oder Salzburg ist. Das ist wahnsinnig gut für uns, dass die Jungs haben, die etwas schon drinnen, die Ausbildung ist da. Und wir wissen, in Salzburg ist das enorm schwer, sich durchzusetzen. Die Spieler haben unglaubliche Qualität im Jugendbereich, auch natürlich im Männerbereich, was betrifft die Liefering oder dann erste Mannschaft von Salzburg. Und so Spieler zu bekommen, war nicht einfach für uns. Da war viel Gespräch, was betrifft die Manager und unseren Sportdirektor. Da die Richtung geht natürlich zum ersten Mannschaft, aber wir haben das gesehen im Training, der Dennis braucht ein bisschen Einwohnungszeit auf andere Spielphilosophie oder Männerfußball, und durch uns ist er hochgekommen und jetzt trainiert er mit der ersten Mannschaft schon. Er ist jetzt da nicht Stammspieler, aber im breiten Kader, und er sammelt jetzt die Erfahrung oben. Also das ist die Aufgabe und das freut mich richtig und ist unglaublich, unglaublich großer Mentalitätsspieler. Und das ist in heutzutage unglaublich wichtig. Gibt es noch einen Spieler, den man so hervorheben kann wie ihm? Immerhin hat er 6 Tore auch noch geschossen in 10 Einsätzen, also der beste Torschütze gewesen. Es gibt, glaube ich, noch einen Verteidiger, der hat in 9 Einsätzen 3 Tore geschossen. Auch ein Talent, habe ich gehört. Ja, ja, wir haben einen Linksfuß, Mechadowski, welcher trainiert seit 2 Monaten mit der ersten Mannschaft. Der ist nicht mehr bei uns. Der hat durch Zufall bei mir Probetraining gemacht und der ist sehr jung und jetzt hat er Profivertrag bekommen oben. Das ist sehr talentierter und sehr starke Mentalitätsspieler. Und dann im Mittelfeld habe ich 2003er Mehdi Redouani, ist Österreicher, aber halb Marokkaner. Das ist brutales Entwicklung, hat er genommen. Er hat fast jedes Spiel gemacht und das ist großes Potenzial für Bundesliga, sage ich. Und wenn er brav weiter so arbeitet, der wird einmal Profi werden. Richard, jetzt haben wir viel über die Vergangenheit gesprochen. Reden wir kurz über die Zukunft. Wie geht's weiter? Du bist jetzt nicht im Training mit deinen Jungs, du bist jetzt zu Hause. Die sind zu Hause, haben sie ein Trainingsprogramm von dir bekommen. Und wann geht's wieder los in Innsbruck? Also, ich war vor ein paar Tagen noch in Innsbruck, haben wir ein gutes Gespräch mit Sportdirektor gehabt und natürlich mein Trainerteam, meine Athletiktrainer und mein Co-Trainer kümmern sich sehr um die Jungs momentan. Wir haben per Woche eine Zoom-Meeting, wo wir ein paar Sachen besprechen, was betrifft zum Beispiel Ernährung oder ein paar Spielphilosophie oder einfach nur ein paar Infos, was betrifft die Programm für unsere Mannschaft. Aber natürlich, die bekommen die Mannschaft jetzt die Laufeinheiten, welche müssen die machen, ob das Zirkeltraining ist, ob das Rumpftraining ist. Also ist nicht einfach, alleine zu trainieren. Für uns Trainer ist das auch nicht einfach zu steuern.
Natürlich, die mussten alle Daten zu unserem Athletiktrainer schicken. Wir dokumentieren das alles. Wir passen auf, dass die Jungs fleißig sind. Und ja, dieser Modus dauert schon längere Zeit. Und jetzt wird das noch dauern bis 11. Januar, wo wir am Montag, 11. Januar, wo wir wollen mit dem Trainingsstart für Vorbereitung starten. Ob das der Fall ist, das müssen wir abwarten, was betrifft Corona-Zeit. Wenn man jetzt die Corona-Zeit einmal weglässt, wie gesagt, du warst im Bahndorf-Trainer, du warst im Mauerwerk-Trainer, das Klima im Osten Österreichs ist ein anderes wie im Westen Österreichs. Es gibt viele Berge für Läufe und so, was man sich auch vornehmen könnte, nicht? Ein bisschen höhere Berge als bei uns im Osten. Aber das Wetter, es wird dort, wir haben Winter in Österreich, der Schnee wird vielleicht auch in Innsbruck ein Problem sein. Wie handhabt ihr das? Habt ihr da irgendeine eine Möglichkeit zu trainieren oder so? Also ich habe letzten Winter erlebt, also ich bin 10. Januar nach Innsbruck gekommen zum Startvorbereitung und ich muss sagen, dass Winter war genau gleich wie in Ost, bei uns in Slowakei oder in Ostösterreich. Also die Jungs haben auch gesagt, so ein Winter war lange nicht hier, war nicht so viel Schnee. Durch die Platzbedingungen ist natürlich schwer. Wir haben eine Kunstrasen, welche ist für uns, aber die ist kleiner. Und dann haben wir eine Kunstrasen, welche gehört Stadt. Und in Innsbruck sind viele andere Vereine und da wechseln sich die Vereine ab. Durch das, dass wir ab 17 Uhr erst trainieren, ist nicht einfach einen Termin bekommen. Da kämpfen wir, da probieren wir alles zu organisieren, dass wir volles Trainingsprogramm haben. Also so war das bis jetzt und jetzt, das Winter war noch relativ mild. Jetzt vor 2 Tagen, glaube ich, hat ein bisschen geschneit, aber der Schnee ist auch weg. Aber mal schauen, was kommt im Januar. Wie hast du die Regionalliga Ost beobachtet auch oder hast du dir gedacht, nein, ich schaue mir jetzt gar nicht an und ich konzentriere mich auf meine Tiroler Regionalliga? Natürlich habe ich beobachtet, das mache ich immer. Ich war auch in Slowakei tätig, in erster oder zweiter Liga und habe ich die Ostliga verfolgt. Natürlich, Richard, hast du auch Fan.at, kennst du natürlich hundertprozentig, du hast sicher schon die App und wir sagen es Ihnen nochmal zu Hause. Fan.at, die Fan-App, die Fußball-App für Sie als Fan von jedem Verein. Folgen Sie Richard Slesaks Innsbruck Amateure oder folgen Sie in der Regionalliga Ostjenden oder in der Regionalliga Mitte Bad Gleichenberg. Egal, wem Sie folgen wollen, Fan.at, holen Sie sich die App, laden Sie sie runter, Fußball aus jeder Ecke des Landes. Also auch von dir, Richard, werden wir vieles in Fan.at lesen, sehen, hören und natürlich werden wir uns widersprechen. Ich sage mal nur Dankeschön für dieses nette Gespräch, wie immer. Normalerweise machen wir das immer so im Studio, jetzt einmal über Skype, auch eine Neuerung zwischen uns beiden. Dir wünsche ich noch viel, viel Glück, viel Erfolg und vor allem Gesundheit dir und deiner Familie. Danke auch und ich begrüße alle aus Slowakei und muss ich sagen, Marco, ich mache das sehr gut. Die Sendung und ihr macht super Werbung für Fußball, also weiter so. Ich drücke die Daumen. Dankeschön. Wir haben ja jetzt auch ein neues Studio, Richard, das kennst du noch nicht. Wenn du mal in der Nähe bist, schaust vorbei, setzt dich her und wir tratschen ein bisschen. Ja? Super. Richard, ich sage Dankeschön, vielen Dank in die Slowakei, nach Tirol, je nachdem, wo du gerade pendelst und bist. Und bei Ihnen natürlich bedanke ich mich fürs Zuschauen. Am Donnerstag gibt es wieder die dritte Liga und natürlich auch einen Fan.at Fußballtalk. Und jetzt heißt es App holen, auf Fan.at gehen, schauen, was die Vereine so machen. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen.